Der BVB und PSV Eindhoven trennen sich mit 1:1, aber es gab einen riesen Skandal. Ja, und zur ersten Halbzeit kann man jetzt nicht ganz so viel sagen. Es war sehr körperbetont und es gab sehr viele Möglichkeiten für die PSV, weil wir defensiv einfach immer mal wieder was angeboten haben. Zum Beispiel eine riesen Möglichkeit, Tillmann, der dann zum Glück am Tor vorbeischießt, aber Schlotterbeck schiebt raus, dann ist Tillmann eben frei und Luc de Jong legt den perfekt dahin in den freien Raum. Können wir echt froh sein, dass der nicht reingeht. Aber auch Tillmann nach einem Freistoß richtig gefährlich, knapp am Tor vorbei. Das darf so nicht weitergehen, aber wir sind in Führung gegangen. In der 23. Minute der Ex-PSVler. Es ist natürlich Daniel Mahl mit seinem ersten Champions-League-Tor in dieser Saison. Er macht es richtig gut. Ball abgefällt, schlägt dann im kurzen oberen Eck ein, nichts zu machen für den Keeper. Und das war es eben von der ersten Halbzeit. Ja, und dann kommen wir zur zweiten Halbzeit und da muss man wirklich sagen, das ist niemals ein Elfmeter. Klar, er trifft dann irgendwie noch den Ball, der liebe Mats Hummels, aber das ist einfach kein Elfmeter. Es wird sogar noch überprüft. Mats Hummels ist sich zu 100% sicher, dass er Ball gespielt hat und der VAR das zurücknehmen wird. Und nein, es wird nicht zurückgenommen, weil es irgendwie keine klare Fehlentscheidung war. Ich will gar nicht wissen, was da abgegangen ist, wie viel Geld da wieder im Umlauf war. Aber das ist kein Elfmeter. Und wer mir da was anderes erzählt, nee. Also wer da sagt, das ist 100% ein Elfmeter, dann, also, da weiß ich nicht. Da kann ich einfach nicht zu sagen. Das ist einfach die reinste Frechheit, dass dem BVB sowas in der Champions League oder international immer wieder passiert, dass einfach so krasse Fehlentscheidungen getroffen werden. Und da will ich auch sagen, dass dieses 1:1, welches dann daraufhin durch den Elfmeter resultiert, durch Luc de Jong natürlich, der aber im Spiel eigentlich gar nicht zu sehen war, bis auf zu diesem Elfmeter, das ist für PSV wirklich verdient. Die haben dieses 1:1 mindestens mal verdient. Die hätten sogar hier einen Sieg verdient in diesem Heimspiel. Es war eine gute Stimmung. Man muss sagen, viele Chancen für PSV. Der BVB hat irgendwie wieder mal nichts geschissen bekommen. Die erste Halbzeit war okay und ab diesem 1:1 war man wieder komplett von der Rolle, hat alles mit sich machen lassen. Zum Glück stand man defensiv aber noch ganz solide, denn das hätte sowas von in die Hose gehen können. Das war keine gute Leistung und da will ich mir gar nicht ausmalen, wie das jetzt in der Bundesliga weitergeht, denn wir wissen, Champions League, da können wir immer noch irgendwie so ein bisschen besser spielen, aber Bundesliga will ich wirklich nicht wissen, wie das da weitergeht. Ich freue mich aufs Rückspiel, denn da können wir mit unseren Fans, mit unseren 80.000 ins Viertelfinale einziehen und das ist natürlich das Ziel, aber trotzdem muss man wirklich sagen, das Spiel wurde wieder mal durch den Schiedsrichter entschieden. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt sagt, oh ja, der schiebt wieder alles auf den Schiedsrichter, typisch BVB-Fan, ja, Bro, dann habt ihr das Spiel nicht gesehen. Ich bin raus. Ciao, ciao.